Da sind wir wieder, liebe Zuschauer, bei Dr. Disch Wissen hier auf TechTime TV. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie wieder ganz, ganz viele Fragen an uns gesendet haben. Die wird dieser Mann alle beantworten können. Er versucht's. Aber zuvor hat er noch was zu sagen. Mhm. Und zwar, wir haben natürlich eine neue E-Mail-Adresse. Und zwar schreiben Sie es einfach mit drdisch@techtime.tv. Sie können die alte E-Mail-Adresse eine Zeit lang auch noch benutzen, das funktioniert. Und schicken Sie uns die Fragen bitte direkt, noch nicht über die Homepage. Wir sind nicht ganz sicher, ob das System dann schon so klappt, wie wir das wieder haben wollen. Also einfach direkt schicken. So, erste Frage. Legen wir los mit Hermann Erl. Der schreibt, lieber Dr. Disch, habe versucht, den Inmarsat STDC-Decoder um 100 Euro zu bestellen, bekomme jedoch keine Antwort. Haben Sie nähere Informationen? Nein, auch nicht, aber ich weiß, dass der Jakob Kruska noch andere Dinge tut und vielleicht auch nicht immer erreichbar ist. Aber machen Sie mal Folgendes. Schreiben Sie mal eine E-Mail direkt an ihn. Der Junge heißt Jakob Ruska mit H-R-U-S-K-A. Und seine wirklich direkte E-Mail-Adresse ist dann R00T, sieht aus wie Ruth, aber wird mit zwei Nullen geschrieben, @inmarsatdecoder.com. Da sollten Sie eigentlich eine Antwort bekommen. Falls nicht, melden Sie sich nochmal bei uns, dann helfen wir von hier aus. Gerhard Leiner aus München. Der hat die nächste Frage. Er schreibt, in unserer Hausanlage mit 28 Teilnehmern haben wir DVB-T eingespeist. Seit der Abschaltung der Sender der RTL-Gruppe im DVB-T-Paket sehen unsere Mieter schwarz. Das heißt, es hat keinen RTL-Empfang mehr. Gibt es eine einfache technische Lösung für den RTL- und Co-Empfang? Ja, die gibt es schon, und zwar von der Firma Antennenmüller. Die setzen nämlich ganz einfach zwei S- oder S2-Transponder um in den DVB-T-Modus und das können Sie dann einspeisen. Das ganze Ding heißt S2COFTM bei der Firma Antennen Müller. So, da kriegen Sie es auf jeden Fall. Wie gesagt, der Preis ist rund 800 Euro, aber wenn mehrere Wohneinheiten da sind, dann lohnt sich das. Bernhard Zorn sucht eine Formel. Er schreibt, gibt es eine Berechnungsformel oder Tabelle, anhand derer man den exakten Zeitpunkt feststellen kann, an dem die Astra 19,2 Grad Satelliten und die Sonne sich in einer Linie mit dem jeweiligen Beobachtungspunkt befinden. Die wäre vorteilhaft zur einfachen Feststellung etwaiger kleiner Abschattungsbereiche einer versteckt montierten Flachantenne. Mhm. Ich habe jetzt wenig verstanden, aber das wirst du mir fast gedacht. Erstmal beantworte ich die Frage und dann sage ich noch was dazu. Also, das ist der Sun Outage Calculator. Den gibt es mehrfach im Internet. Und recht gut, da gibt es bei www.satzentrale.de. Da geben Sie die entsprechenden Daten ein, Wohnort, Satellit. Und dann kriegen Sie ein Listing, an welchen Tagen, zu welcher Zeit dieser sogenannte Sun Outage stattfindet. Das ist nämlich nichts anderes, als dass Ihr Standort, der Satellit und die Sonne in einer Linie stehen. Das heißt, jetzt wird das Ganze ein bisschen abgeschattet auf Ihrem Spiegel. Es gibt dann Empfangsminderungen. Und darum möchte man das in der Regel ganz gerne berechnen, bei kleinen Antennen in diesem Fall auch, weil sich das dann etwas mehr auswirkt als bei einer sehr großen Antenne. Dirk Eckhardt meldet sich aus Mexiko und er schreibt, auch da haben wir Zuschauer, das ist toll. Liebes Dr. Disch-Team, ich lebe in Mexiko, in Guadalajara und würde gerne die deutschen Sender empfangen. Geht das überhaupt und wenn ja, was brauche ich dafür? Erst einmal nein. Es ginge die Deutsche Welle, aber totlangweilig das Programm. Sie werden es wahrscheinlich sowieso schon kennen. Die zweite Möglichkeit gäbe es, wie bei unserem Klaus Schumacher, dem Freund Klaus Schumacher, der leider inzwischen verstorben ist, der tatsächlich mit seiner 8-Meter-Antenne in Brasilien empfangt. Deutscher Sender hatte teilweise zumindest. In Mexiko geht das nicht. Das ist ein reines Zufallsprodukt da unten gewesen. Die andere Möglichkeit wäre dann noch, haben wir schon mal gehabt hier in der Sendung, die sogenannte Slingbox. Kommt die Homepage, die können Sie jetzt sich aufschreiben. Die setzen Sie einfach in Deutschland bei einer bekannten Familie an den Satellitenempfänger dran. Und die Daten werden dann über das Internet übertragen nach Mexiko. Und dort können Sie dann auf Ihrem PC deutsche Wunschprogramme sehen. Sie können nämlich von dort aus den Satellitenreceiver in Deutschland komplett steuern. Musik
Unser Zuschauer, der Peter Zügan, der sucht anscheinend eine Antenne, denn er schreibt zum Thema Breitbandempfänger für 20 Euro. Welche preisgünstigen Breitbandantennen können Sie empfehlen und wo kann man diese kaufen? Sehr schwer manchmal, das Richtige zu wählen. Also bei einer nicht aktiven Antenne, da würde ich zum Beispiel jetzt die SD1300 nehmen. Die geht bis 2000 MHz, also etwas mehr, als der Empfänger tatsächlich empfangen kann. Sie ist nicht aktiv, aber von hoher Qualität. Und die bekommen Sie beim stecker-shop.net. Kostet ca. 90 Euro. Bei den Aktivantennen, da ist das Angebot noch ein bisschen begrenzter. Es gibt eine Menge Aktivantennen, aber oft haben sie nicht die gesamte Bandbreite, die man haben möchte. Mit einer Ausnahme, ARA 2000 von Drexler, die wird nicht mehr gebaut, ist aber in eBay noch zu finden. 14 bis 22 dB Verstärkung, das ist schon mal was. 14 dB im oberen Bereich, also bei ca. 2000. Und die bekommen Sie, wie gesagt, im eBay vielleicht. Und dann haben wir noch eine einfache Disco-Antenne, wenn Sie sagen, ich brauche ja nur bis 1300 MHz, das reicht mir vollkommen aus. Da können Sie für zwischen 40 und 60 Euro einige entdecken im Internet. Die reine Disco-Antennen sind also nicht aktiv ohne Verstärker. Der liebe Dieter Moll will hoch hinaus, denn er fragt, die ersten Sender sind ja bereits im KA-Band. Ich habe eine drehbare Antenne mit einem Durchmesser von 90 cm. Welchen LNB und Feed brauche ich für den Empfang? Auf jeden Fall mal ein KA-Band Feed und ein KA-Band LNB. Aber da wird schon mal schwierig. Das KA-Band läuft von 18,2 bis 22,2 GHz. Und die Satellitenorganisation haben dieses breite KA-Band nochmal in einzelne Segmente unterteilt. Das heißt, Eutelsat sendet auf dem Teil, Astra auf dem Teil, ein Dritter auf dem Teil. Sie haben für jedes Band oder jedes Segment haben Sie einen eigenen LNB nötig. Und der sieht dann so aus, es gibt die tatsächlich schon, kostet rund 180, 190 Euro. Und dazu brauchen Sie nochmal den Feed, der kostet ca. 120 Euro. Sie sollten sich dann schon genau aussuchen, welchen LNB und welchen Feed Sie brauchen, was Sie tatsächlich sehen wollen mit Ihrer Drehanlage, denn auswechseln da oben hat ja wahrscheinlich wenig Sinn. Erfahrungen damit in der Praxis und als Importeur, ganz ausgezeichnet, ist die Firma Satshop 24. Die haben ausreichende Tests mit verschiedenen LNBs gemacht und aus diesen Tests ging auch hervor, dass es nicht unbedingt eine große Antenne sein muss, die dann vielleicht gar nichts bringt, ganz einfach, weil sie vielleicht ein bisschen zu ungenau ist. Aufgrund der sehr hohen Frequenz des KA-Bandes braucht man nämlich eine ganz genaue Antenne und eine, sagen wir mal, qualitativ hochwertige 90 cm Antenne tut es tatsächlich. War es schwierig? War super. Dachte ich mir. Wie immer. Übrigens, Silvia Bommes aus München fragt, das bin ich, kann man mit einer Satellitenschüssel, Entschuldigung, eigentlich auch kochen? Also die sind doch so, sehen aus wie ein Wok. Ja, man könnte sie natürlich so hinlegen und dann könnte man auch vielleicht, wenn sie nicht gerade aus Plastik ist, das schmeckt dann nicht besonders gut hinterher. Aber man kann schon kochen. Wahrscheinlich hast du was anderes gemeint. Und zwar, diese schönen Satelliten, die Spiegel, gibt es natürlich auch jetzt in Aluminium, also Metallfarben, richtig? Genau, die reflektieren richtig. Ja. Und da hängt man da vorne dann nicht hier den Feed und LNB da so hinein. Das ist ja der Empfangskopf, um es mal dir richtig zu erklären. Bist du blond? Nein. Und da hängt man den Topf vorne hinein. Das heißt, das Sonnenlicht wird jetzt reflektiert, gebündelt auf diesen Topf da vorne und dann kocht die Suppe nach einiger Zeit. Das macht man in Afrika. Das Ideale für den Sommer. Wenn man einen hat. Den Sommer. In Afrika haben die das. Danke. Bitte. Heinz Repin schreibt uns etwas länger. Und zwar, ich besitze einen Löwe TV Individual Compose 40. Es gab mal einen Media Player zum Nachrüsten im Gerät für eine Netzwerkanbindung. Diesen gibt es leider nicht mehr, auch nicht als Ersatzteil. Das Gerät hat auch zwei CI-Schächte. Gibt es einen universalen Media Player für den CI-Schacht oder eine andere Art der Netzwerkanbindung, ohne externe Geräte verwenden zu müssen? Von Löwe wurde mir angeraten, von Apple die TV-Box zu verwenden. Die möchte ich nicht, da externes Gerät. Ja, der Löwe hat richtig gebrüllt, der Löwe hat recht. Sie können nur ein externes Gerät bei diesem Modell benutzen. Bei den neuen Löwe-Fernsehern, die jetzt der IFA gerade vorgestellt worden sind, da ist der Netzwerkanschluss natürlich schon drin.
Jetzt sind die Boxen nicht so groß. Die Apple TV-Box ist sehr klein, auch die VideoWeb TV-Box ist sehr klein und somit holen sich alle Smart TV-Inhalte auf ihren Bildschirm. Noch billiger ginge es, dürfen Sie nicht gerade zwei linke Hände haben und etwas PC-Kenntnis ist nötig, für 40 bis 50 Euro der kleine Raspberry PC. Da gibt es nämlich ein Projekt dazu und das ist eigentlich in einer Stunde ist das dann ganze Ding zusammengebastelt und dann haben Sie sogar noch ein kleines bisschen mehr an Inhalten da drauf. Zu der nächsten Frage von Peter Köhnen habe ich dann dir auch direkt eine Frage an dich. Und zwar schreibt er, kennt ihr den Sat-Chair, den der Versand Reichelt anbietet und was haltet ihr davon? Was ist jetzt ein Sat-Chair? Dieses Wort kann man jetzt auch noch ausbreiten. Du kennst vielleicht früher im Krankenhaus, wenn die Leute es nicht mehr geschafft haben, Stuhlgang, dann stand neben dem Bett so ein Stuhl, dann mussten sie sich... Dieser Stuhl. Ja, wo man sich richtig draufsetzt. Das Ding hat so eine gewisse Ähnlichkeit damit gehabt. Okay. Warum? Weil unter der Sitzfläche ist nämlich eine liegende Schüssel eingebaut. Ja. Also man sollte natürlich nicht drauf sitzen, dann hat man keinen Empfang. Die ist da eingebaut, die ist aber auch noch recht klein gewesen. Dadurch war das Ding nicht sehr erfolgreich. Erst von Technisat im Markt gebracht, da lief es überhaupt nicht so richtig. Dann hat es Reichelt als Versandhändler angenommen, das Ding, da lief es auch nicht. Es gibt es nämlich nicht mehr. Mhm. So, die einfache Lösung, viel schönere Lösung, die kostet auch deutlich weniger, ist eine etwas größere Antenne zu nehmen und eine liegende Antenne auf dem Balkon daraus zu machen. Das heißt, die Antenne steht normalerweise so. Die drehen Sie jetzt komplett so um, dass der Feed so hoch guckt, legen die auf den Balkon und Sie haben genau denselben Empfang, wenn die Antenne nicht abgedeckt wird durch das Geländer. Also Sie müssen von der Antenne aus übers Geländer in Richtung Satellit gucken können. Dann passt die ganze Sache und es ist erheblich billiger als dieser Stuhlgang-Chair. Jetzt weiß ich Bescheid. Mhm. Danke. Carsten Zimmermann ist verzweifelt. Er hat uns ein Foto geschickt. Weil wir immer noch hier stehen. Weiter. Du hast bald frei. Ja. Also er schreibt, seitdem der Astra 2F oben ist, wird er mit Schrecken von der Community beobachtet. Die erste Nulllinie des UK Spotbeams läuft ja genau durch Deutschland. Nun scheint die Empfangsqualität regelmäßig zu schwanken. Und zwar zum einen in einem 24-Stunden-Rhythmus, zum anderen über mehrere Wochen. Hier in der Nähe von Hamburg sehe ich einen Unterschied von ca. 11 dB im SNR zwischen den Maximal- und Minimalwerten. Nur meine Frage, was genau verursacht denn diese Schwankungen? Sonne, Mond, Menschen, was anderes? Ja, kann man die vorausberechnen? Nein, kann man überhaupt nicht. Und zwar ist das sogenannte Outer-Footprint-Empfang, der ist wirklich nicht kalkulierbar. Schwankungen treten auf durch den Stand der Sonne. Das ist dann sehr unterschiedlich. Das ist genauso, wenn Sie jetzt weit weg sind irgendwo und können deutsches Fernsehen sehen und sagen, boah, ich kann deutsches Fernsehen sehen. Und dann gelingt Ihnen das vielleicht nur 2-3 Stunden am Tag und dann geht gar nichts mehr. Genauso ist es hier. Da kann man nichts machen. Das Einzige, was man machen könnte, die Antenne deutlich vergrößern. Aber auch dafür gibt es leider keine Garantie. Das ist eine reine Sache. Ausprobieren und wegschmeißen hinterher, wenn es nicht funktioniert. Das war's, ne? Wegschmeißen ist immer gut. Naja, gut, das ist natürlich blöd, wenn eine 2,40 Meter Antenne da... Wer bringt den Müll teuer. Weg? Das ist ja, der kostet ja auch einiges Geld. Ne? Aber man kann rumfragen natürlich und der eine hat vielleicht Erfahrung da drin und dann funktioniert es. Ist schon wieder soweit? Es ist soweit. Ach, schade. Ja. Aber danke schön für Ihre Fragen. Immer gerne wieder. Wir sind auch beim nächsten Mal wieder da, ne? Wir hoffen es zumindest, ja. So, schreiben Sie uns Ihre Fragen an drdisch@techtime.tv und besuchen Sie uns auf Facebook. Aber bitte dort keine technischen Fragen stellen, dafür lieber die E-Mail, das ist besser. Und wenn Sie Fragen haben, die meisten tun es jetzt schon, halten Sie sich bitte kurz. Da braucht man nicht so viel einzukürzen, das ist nämlich immer ein Haufen Arbeit. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Sie will nach Hause gehen. Nein, nach Hause. Ich habe noch 10 Stunden Tag vor mir. Okay. Also ruhig. Lass mal. Bring mich nicht zum Lachen. Fang an. Kass. Ruhe, Claudia. Nee. Ich weiß jetzt einfach die Gosch, wenn sie dich anspalten. Okay. So. Kommt denn die Outtakes? So, macht ihr das nicht hinten raus, Outtakes? Wirklich? Ja, immer. Jetzt ehrlich? Ja, so um die Weihnachtszeit immer.
Ach nein.